Ich melde mich wieder vom kleinen Stadtkanal. Ich bin wieder für eine Nacht hier gewesen. Ja, ich bin jetzt kurz vorm Einpacken. Wir haben jetzt 2 Uhr nachmittags. Ich habe wieder mit Dosenmais geangelt und ich habe wieder einen Karpfen gefangen. Und bin immer noch erkältet. Wieder beim Messer. Ja. Ein Schuppi. Schön gefärbtes Tier. Mit so einer leichten Maserung oben auf dem Kopf. Ja, bin noch angenehm überrascht, dass der Dosenmais wieder einen Fisch gebracht hat. Was mich ein bisschen wundert ist, dass ich überhaupt keine Brassenaktivitäten dieses Mal verzeichnen konnte. Der Fisch biss auf die gleiche Stelle wie letztes Mal der Spiegler. Und auch interessant, mit nur 10 Minuten Versatz hat er um die gleiche Uhrzeit gebissen. Scheint ja also wohl eine Beißzeit zu sein. Das heißt für mich natürlich, dass ich hier noch weiter probiere, mit Dosenmais den einen oder anderen Fisch zu fangen. Obwohl es jetzt Mitte November immer kälter wird. Aber solange ich Fische fange, werde ich hier erstmal weitermachen. Wie es nächstes Wochenende läuft, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich sitze wieder mal an dem kleinen Stadtkanal. Wir haben 8,5 Grad, Regenwetter. Ich habe die ganze Nacht keinen Zupfer bekommen. Auf Dosenmais ist das relativ ungewöhnlich. Ich meine, dass ich noch nicht mal eine Brassenaktivität bekommen habe. Allerdings hatte ich das letzte Wochenende auch. Die ganze Zeit noch nicht mal einen Brassenzupfer auf Dosenmais. Und dann bis dann der kleine Schuppi, nur 10 Minuten Versatz, wie das Wochenende davor, der große Spiegler. Auf diese Beißzeit spekuliere ich auch heute wieder. Wie ihr seht, meine Erkältung bin ich immer noch nicht losgeworden. Ja, kommt das eigentlich, wenn man bei 8 Grad und Regen draußen schläft? Ich weiß es auch nicht. Nee, das ist nur Spaß, das ist absoluter Blödsinn. Wenn man sich vernünftig angezogen hat, einen guten Schlafsack, dann ist die frische Luft draußen meiner Erfahrung nach eher für Gesundheit förderlich. Die Bedingungen sind natürlich alles andere als gut. Anfang der Woche hatten wir das erste Mal klare Nächte mit Frost und jetzt ist es wieder trüber geworden und viel kalter Regen ist runtergekommen. Man kann sich nicht immer aussuchen, wann man angeln gehen kann und wann man nicht. Falls ich noch einen Fisch fange diese Session, melde ich mich bei euch. Wenn nicht, dann hört ihr bei der nächsten Session von mir. Mir fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Ne, ich würde euch gerne erzählen, oh, 8 Fische gefangen, alle 40 Pfund. Und nee, aber auch das ist Karpfenangeln echt. Ne? Dass es halt nicht immer überall gut läuft. Und auch das möchte ich gerne mit dieser Videoserie euch etwas näher bringen. Ne? Also bis dahin, macht's gut. So, ich melde mich nochmal zurück. Und wie ihr sehen könnt, in meiner Abhakmatte liegt ein schöner Schuppenkarpfen. Dosenmais hat es mal wieder gebracht. Ganz interessant, der Fisch hat hier einen roten Fleck. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Vielleicht hat einer von euch das schon mal gesehen und weiß, was das ist. Dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Schöner Schuppenkarpfen, Stunde vor dem Einpacken. Was will man mehr? Ganz markanter Fisch. Hier hinten fehlen großflächig Schuppen. Aber wenn ich mir das so angucke, ist das, glaube ich, genetisch bedingt. Da drunter wirkt sich ganz normale Haut. Sieht fast aus wie ein Spiegelkarpfen da drunter. Wenn ein Fisch großflächig Schuppen durch Vernarbung verloren hat, dann sieht das meistens anders aus. Auf jeden Fall ein schöner Fisch, über den ich mich sehr freue als Abschluss. Mitten im November, instant mit Dosenmais. Wirklich interessant, wie dieser vollkommen aus der Mode geratene Karpfenköder alle modernen Methoden hier im Moment an die Wand gefischt hat. Ich bleibe jetzt noch eine Stunde länger. Sollte noch was kommen, dann melde ich mich natürlich.